Es ist soweit, wir sind beim vierten Buch der X-Wing-Reihe angekommen. Bacta Piraten, im Original The Bacta War, erneut geschrieben von Michael Stackpole. Und dieses vierte Buch beendet Stackpoles erste X-Wing-Story-Arc hier in dieser Romanreihe. Rund um die Eroberung von Coruscant und den Kampf gegen Aisane Izzard. Es ist also quasi das große Finale. Mit den nächsten drei X-Wing-Romanen von Aaron Alston kommen wir zu einem komplett neuen Team und einer komplett neuen Handlung. Aber reden wir erstmal über die Handlung dieses abschließenden vierten Bandes von Michael Stackpole. Wir erinnern uns an das Ende des letzten Bandes, die teuflische Falle. Das Rogue Squadron hat den Dienst quittiert und ist jetzt auf sich allein gestellt. Die neue Republik möchte sich nicht in den örtlichen Konflikt auf dem Planeten Typhara hineinziehen lassen, wo Aisane Izzard die Kontrolle an sich gerissen hat. Wir erinnern uns, Typhara ist die Hauptquelle der Galaxis für Bacta, das Heilmittel. Und neben Izzard befindet sich dort auch Irisi, die Verräterin aus dem Rogue Squadron, und der ex-imperiale Moff Fleury Voru, der jetzt ebenfalls unter Izzard dient. Wir folgen jetzt dem Rogue Squadron dabei, wie sie erstmal sich ausrüsten, denn sie können nicht auf die Mittel der neuen Republik zurückgreifen. Darum besuchen sie einen alten Bekannten, Huff Darklighter, auf Tatooine. Sie kennen ihn noch von einem alten Abenteuer aus den X-Wing Comics und wissen, er ist im Besitz einiger Waffen, die sie gebrauchen können. Hier bekommen wir eine sehr, sehr nette Verknüpfung zum Comic X-Wing Schlachtfeld Tatooine. Und das ist noch nicht die letzte Verknüpfung zu den Comics, aber darauf komme ich dann gleich noch. Wichtig zu erwähnen, Corran Horn und Mirex Tarik sind inzwischen seit Anfang dieses Buchs verlobt und auf Tatooine treffen sie auf Mirex Vater, Booster Tarik, den Schmuggler, den Corrans Vater einst nach Kessel geschickt hat. Natürlich entsteht zwischen ihm und Corran so ein Konflikt und das ist interessant und zieht sich durchs Buch und Booster wird tatsächlich ein wichtiger Verbündeter im Plan des Rogue Squadrons gegen Izzard. Die Rogues übernehmen dann eine verlassene Raumstation und führen von dort aus Angriffe durch auf die Bacta-Konvois, die von Typhara aus starten. Und sie überfallen das und verteilen das Bacta an die, die es benötigen. Und es kommt zu allerlei Gefechten. Izzard und Wedge Antilles auf der jeweiligen Seite versuchen sich gegenseitig zu überlisten. Und am Ende kommt es zum großen Gefecht auf Typhara, sowohl am Boden als auch in der Luft. Am Boden kämpfen nämlich Ayala Visiri und eine weitere Bekannte aus den X-Wing Comics, Elskol, wenn wir uns erinnern. Und im All kämpfen die Rogues gegen Izzards Streitkräfte. Und am Ende versucht Izzard in einem Frachter zu entkommen und wird allem Anschein nach von Corran Horn und Tycho Selshu abgeschossen. Dann werden die Rogues wieder im Dienste der Republik willkommen geheißen und Corran Horn und Mirex Tarik heiraten. Und Booster Tarik hat einen eigenen Sternenzerstörer abgestaubt, welchem er den neuen Namen Fliegender Händler gibt. Es ist trotzdem kein komplettes Happy End, denn obwohl sogar der Supersternzerstörer Lusankia jetzt im Besitz der neuen Republik ist am Schluss, sind die Gefangenen der Lusankia verlegt worden und noch konnten sie nicht befreit werden. Und das ist nach wie vor Corrans Ziel, auch wenn es anscheinend jetzt noch länger dauern wird, es zu erreichen. Das ist die Story an sich, das ist der Abschluss, kommen wir zu meiner Bewertung. Dieser Band war wirklich sehr geil. Mir gefällt der dritte am besten von diesen ersten vier Büchern. Aber das hier ist ein solider Abschluss der Izzard-Handlung und der Eroberung von Coruscant. Mir gefällt es sehr, dass hier tatsächlich mal die Bücher mit den Comics wirklich verknüpft werden. Also nicht nur in kleinen Erwähnungen, sondern wirklich mit der Handlung und den Charakteren. Elskol taucht hier wieder auf. Die imperialen Kommandos aus dem Comic Schlachtfeld Tatooine tauchen hier auch wieder auf. Und dann haben wir hier sogar Talon Card, den Schmuggler, in einer wirklich größeren Rolle. Es ist nicht nur ein Cameo, er ist ein richtiger Nebencharakter in diesem Buch. Das ist natürlich auch eine sehr nette Überraschung. Dann haben wir selbstverständlich die drei großen Bösewichte des Buches. Izzard, das mit ihr wird geregelt und es wird mysteriös gehandhabt, ob sie jetzt wirklich gestorben ist oder nicht. Kleiner Spoiler, aber nicht wirklich, ist sie nicht. Aber sie wurde besiegt. Dann hätten wir Fleury Voru, den Ex-Moff, und Irisi, die Verräterin, die bekommt, was sie verdient. Corran ist mir hier immer noch sympathisch. Er lernt jetzt mit seinen Jedi-Fähigkeiten etwas umzugehen. Er möchte immer noch nicht zu einem Vollzeit-Jedi werden. Aber Luke Skywalker schickt ihm nach wie vor Texte und ähnliches, wie er mit seinen Kräften umgehen kann. Und das ist auch interessant.
Insgesamt ist das ein guter Abschluss für diese Story-Arc. Also, die Bacta-Piraten. Klare Empfehlung, wenn ihr die vorigen Bände mochtet, lest das hier, es schließt die Geschichte des Rogue Squadrons ab. Oder zumindest ihre Mission, Coruscant zu übernehmen und Izzard aufzuhalten. Aber nicht wirklich, denn wir kommen ja später noch zu einem Buch, Izzards Rache. Aber das liegt noch ein wenig in der Zukunft. Jetzt als nächstes widmen wir uns erstmal Aaron Alstons drei X-Wing-Büchern, die hiernach ansetzen. Und statt dem Rogue Squadron begegnen wir dort der Gespensterstaffel, dem Wraith Squadron, ebenfalls unter dem Kommando von Wedge Antilles, und ihren Kampf gegen den imperialen Kriegsherrn Singe. Und dazu kommen wir dann beim nächsten Mal mit Aaron Alstons Roman Die Gespensterstaffel.